Wenn ihr mehr über mein Spiel Sonosido the Mage erfahren wollt, dann schaut doch mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort ist mein YouTube-Kanal verlinkt, auf dem ich Videos zu meinen Spielen mache. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Meine Familie ist mit einer Genetik gestraft, die man uns auf den ersten Blick ansieht. Die länglichen, schmalen Lippen, die hohe Stirn, die schuppige, käsige Haut, das breite Kinn, die Segelohren, die dicke, krumme Nase, die viel zu lang, dürren Arme. Es gibt kaum Aufzeichnungen über unseren Stammbaum, obwohl wir durchaus eine reiche Familie sind, weswegen ich inzestuöse Verbindungen vermute. Irgendwelches Land, das irgendwann von der Familie gekauft wurde und mittlerweile verpachtet wird, nicht von uns, sondern von einem Beauftragten, den wir nie zu Gesicht bekommen, spült jeden Monat Geld in die Kasse. Wir sitzen im Abseits und können dort überleben. Irgendein Vorfahre hat damals entschieden, die nachfolgenden Generationen, die Aneinanderreihungen der Missgeburten, zu tolerieren, überleben zu lassen, entschieden, dass sie etwas wert sind, dass wir etwas wert sind. Den Männern in der Familie ergeht es in der Regel besser. Sie gehen aus und durch das Geld haben sie weniger Probleme und auch einen Zugang zu Frauen, der jemandem verwehrt bleibt, der nur schön ist. Gekaufte Geburten, gekaufte Familie. Mein Bruder lässt gerade sein erstes Kind austragen, während Käthe und ich zu Hause sitzen. Wie viele werden es bei meinem Bruder? 2, 4, 8? 3 bezahlte Geburten hat mein Vater geschafft. Ein Junge, ein Mädchen und ich als letztes. Ein Zwitterwesen. Dann ist die Mutter, die Frau, verschwunden. Wegen mir. Das ist mir immer bewusst gewesen. Niemand weiß wohin. Ich muss damals 10 Jahre alt gewesen sein. Ich erinnere mich noch, wie Käthe am nächsten Tag und auch die Tage danach draußen saß, so wie sie es immer noch tut, Kaffee trank, mit dem Silberlöffel den Zuckerwürfel in der Tasse kleinrührte, eine Zigarette rauchte und zufrieden aussah, was sonst nie vorkommt. Und das, obwohl sie wusste, dass unsere Mutter weg war, unsere Erzeugerin, unser Brutkasten. Wir hatten keine Mutter mehr. Und sie war zufrieden. Sie war damals gerade 20 und immer schlecht gelaunt. Das war das erste Mal, dass sie zufrieden war, oder um genauer zu sein, ich sie so gesehen habe. Sie ging im Haus herum, hat sogar in der Küche geholfen, ein bisschen in einem Bilderbuch gelesen, all das, wofür sie sonst zu schwach, zu kaputt, zu verbittert ist. Aber nur eine Woche später ging es ihr wieder schlechter. Sie hat wieder nur draußen gesessen, klirrte beim Rühren in der Kaffeetasse und rauchte. Sah ins Nichts, aber sie sah ins Nichts auf ihre ganz eigene, zerstörerische Weise. Nicht neutral, sondern als würde sie nur Asche sehen und also das Gesehene in Asche verwandeln. Durch diese tiefe Verbitterung, die ebenfalls ein Ergebnis unserer Genetik sein musste, da bin ich mir sicher, ist sie nicht lang zur Schule gegangen und kann weder richtig lesen noch schreiben. Mein Vater schickte sie zu Ärzten, aber niemand konnte ihr Leiden behandeln. Bei mir ist das ähnlich. Ich habe häufig vernichtende Kopfschmerzen, bei denen auch stärkste Schmerzmittel nicht helfen, und bin durch diese oft Tage nicht zu gebrauchen. So entschied ich mich, nach einem Semester der katholischen Theologie nach Hause zurückzukehren, da ich das Studium sowieso nie abschließen würde. Mein Vater war auch da, da er mittlerweile an ständiger Erschöpfung litt und so wenige Schritte am Tag ging, dass man denken könnte, das ganze Jahr wäre Sabbat. Ich pflegte ihn und meine Schwester so gut es ging, aber wenn meine Kopfschmerzen wiederkamen, lag ich nur alleine im Bett. Dann hungerten sie, aber niemand beschwerte sich, es gab keine klagenden Worte über unsere Situation. Es ist das Leid, das uns zur Familie macht, und ich hoffe immer wieder, dass es mit uns enden wird. Jahre gehen ins Land und nichts geschieht. Das Warten auf die Routine des nächsten Tages, in der Hoffnung, dass alle einen akzeptablen,
nicht guten, so viel ist nicht möglich, aber einen akzeptablen Tag haben. Ich stehe mit den ersten Sonnenstrahlen auf und gehe zu Käthe, die immer direkt nach draußen gebracht werden will, um den ganzen Tag dort zu bleiben. »Papa ist tot«, sagt sie, als ich sie auf den Stuhl gehoben habe. »Wie meinst du das?« »Papa ist tot«, wiederholt sie. Ich gehe nach oben und tatsächlich, er ist tot. Wachshaut, eingeschlafen im Bett. Ich weine, aber es ist eher ein Reflex, ein Urinstinkt, kein richtiges Gefühl. Ich bin nicht traurig, ich bin nicht glücklich, ich bin einfach nur noch etwas leerer. Ich begrabe ihn am selben Tag im Hintergarten und lege erst Käthe und dann mich schlafen. Als ich am folgenden Morgen aufwache und nach Käthe sehe, ist sie schon aus dem Bett und liest ein Bilderbuch, lächelt, als ich zur Tür reinkomme. »Was ist los?« »Es geht mir gut.« »Dir geht es nie gut.« »Mir geht es gut.« »Papa stirbt und dir geht es gut. Wie kannst du so sein?« »Bei Mutter auch. Bei Mutter hast du dich auch gefreut. Macht es dich glücklich, wenn Leute sterben?« Käthe schüttelt den Kopf. Ich sehe, dass sie weint. Sie weint, aber es scheint ihr trotzdem besser zu gehen als seit langer, langer Zeit. Sie verlässt den Raum, geht in ihr Schlafzimmer. Ich stehe da, sehe in die Ferne, denke an meinen Bruder, daran, dass er diese Familie weiter der Welt aufzwingt. Ich gehe zu Käthe, gehe ohne zu klopfen in ihr Zimmer. Sie hat sich beruhigt, schaut mich fragend an. »Warum geht es dir gut?« »Weil es aufgehört hat.« »Weil ich habe davon geträumt, von den Minuten, bevor sie sterben. Ich fühle es. Den Schmerz, sonst nichts. Ein weites Nichts und dieser Schmerz, dieser eine Schmerz. Ihr Schmerz. Bei Papa war es das Herz. Jede Nacht. Aber warum warst du glücklich, als Mama weggegangen ist? Sie ist nicht gegangen. Jemand hat dir wehgetan. Ich gehe. Das will ich nicht hören. Mir ist klar, was das bedeutet. Meine Mutter ist für meinen Vater die Chance gewesen, diese Genetik zu kompensieren. Aber als drei kranke, hässliche Kinder auf die Welt kamen, das verkrüppelste davon ich, gab sich mein Vater nicht selbst die Schuld. Vielleicht ist es auch gar nicht um Schuld gegangen. Aber warum dann erst nach Jahren? Warum so und nicht anders? Ich lege mich ins Bett und spüre, wie die Kopfschmerzen beginnen. 2 Tage lang liege ich am Ende meiner Kräfte im Bett und nun ist es Käthe, die mich pflegt, auch wenn das nur bedeutet, dass sie mir ab und an ein Glas Wasser bringt. Aber schon am 2. Tag wirkt sie angestrengt, kaputt. »Wovon hast du geträumt?«, frage ich. »Von Kopfschmerzen und du weißt das. Ich bin die Nächste. Wie sterbe ich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich will nicht, das geht nicht.« Ich sage nichts, drehe mich nur zur Seite und warte, bis Käthe geht. Ich träume davon, schön zu sein. Ich weine, als ich in der Nacht aufwache. Ich entzünde die Kerze in meinem Zimmer und gehe zum verhängten Spiegel, nehme das Tuch herunter und sehe mir in die Augen, in die wachen, klaren Augen, die in diesem hässlichen Gesicht stecken, das an diesen hässlichen Körper gefesselt ist. Diese Familie ist... Es ist falsch. Ich treffe eine Entscheidung. Ich wecke Käthe früh. »Wovon hast du geträumt?« »Von etwas anderem, ich...« »Wovon hast du geträumt?« »Stiche. Tiefe Stiche. Ich weiß, dass alles wie geplant ablaufen wird.« Maria kam wie jede Woche zum Platz und brachte einen vollgepackten Picknickkorb mit. Pascal wartete wie immer an seiner angestammten Stelle. Das gemeinsame Picknick, es hatte sich wie zu einem Ritual entwickelt und lief immer gleich ab. Pascal war zuerst da, Maria brachte alles mit und zusammen saßen sie dort ein bisschen, begleitet vom Singen der Vögel und dem Rascheln der Blätter im Wind. Nach einigen Stunden stand Maria wieder auf. »Nächste Woche selbe Zeit?«
fragte sie, nur um keinen halben Gedanken später nachzuschieben. Ach, warum frage ich noch? Du wirst hier sein. Sie stand auf, packte die Picknickdecke und die restlichen Sachen zusammen und strich mit der Hand noch einmal über den Grabstein. Bis nächste Woche, Pascal. Dass Tim von seinem Vater geschlagen wurde, hatte ich schon länger vermutet. Aber erst als ich sah, wie sein Vater ihm eine Ohrfeige auf offener Straße gab, konnte ich sicher sein. Wie konnte man sein Kind schlagen? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Staat war nicht dazu imstande, Kindern zu helfen. Die Praktiken der Polizei und des Jugendamts waren mindestens fragwürdig. Irgendwann, als Tim zur Schule morgens gegangen war, hatte ich ihn abgefangen. Es war nicht schwer, ihn zu erkennen. Schlaksig, braune Haare, unbedruckte T-Shirts, irgendwie durchschnittlich, aber irgendwie durch seine Aura fiel er komplett aus der Masse heraus. Ich war auf ihn zugegangen und hatte gefragt, was bei ihm zu Hause los sei, aber er hatte mich einfach starr angesehen und war wenige Sekunden später weitergegangen. Diesem Jungen musste man helfen. Er war wahrscheinlich schon so tief in diesem Problemhaushalt, dass er keinen Ausweg mehr sah. Ich wusste nicht mal, wie alt er war. Vielleicht 11. Irgendwie so um den Dreh. Realschule, keine 20 Minuten von hier. Ich grüßte ihn häufiger, versuchte immer mal wieder ein Gespräch mit ihm anzufangen. Aber er sprach nicht, ging oft einfach weiter. Stumm? Stumm gemacht? Angst, etwas zu sagen? Ich hörte nicht auf, ließ mich nicht entmutigen und merkte mit der Zeit, dass er mich mehr und mehr mochte. Immer, wenn ich ihn sah, redete ich kurz mit ihm. Und irgendwann hatte ich meine Switch mitgenommen und ein wenig mit ihm an der Bushaltestelle gespielt. Er hatte anscheinend keine Freunde, keine näheren sozialen Kontakte neben seinem Vater. Mit der Zeit pendelte sich ein, dass ich ihn mittwochmorgens traf, ein wenig mit ihm spielte, er ging zur Schule und ich zu meinem Job als Kassierer. Wir trafen uns mit der Zeit immer ein wenig früher, so dass wir mehr Zeit zum Spielen hatten. Er sprach immer noch kein Wort mit mir, aber er nickte immer mal wieder oder schüttelte den Kopf. In der Nachbarschaft hörte ich Gerüchte, dass die Mutter wohl einfach abgehauen war und man mit der Zeit immer wieder gesehen hatte, wie Tims Vater Tim schlug und schon tagsüber mit dem Trinken anfing. Es gab noch schlimmere Gerüchte, aber es war fraglich, was davon war und was einfach eine Geschichte war, die immer und immer weiter durch jedes einzelne Weitererzählen verstümmelt worden war. Es wurde kälter und wir trafen uns kürzer. Mittlerweile lief das schon seit über 2 Monaten und der November ging zu Ende, als ich ihn mittwochs gar nicht mehr traf. Ich kam trotzdem jede Woche zu unserem Treffpunkt bei der Bushaltestelle, aber Tim kam einfach nicht mehr. Es machte mir Sorgen, so sehr, dass ich nun immer, wenn es sich einrichten ließ, den Umweg zur Bushaltestelle nahm, aber Tim war nicht aufzufinden. Ich lief manchmal an Tims Haus vorbei und einmal sah ich ihn, durch die Vorhänge im ersten Stock an einem der Fenster. Nur kurz, aber genug, um zu wissen, dass er lebte. Das beruhigte mich. Was war passiert? Wurde er gezwungen, zu Hause zu bleiben? Auf der Arbeit und nach Feierabend grübelte ich oft stundenlang, was genau dort passiert war und was ich tun könnte. Es war der 22. Dezember, als ich mich entschied, in den nächsten Mediamarkt zu gehen und ein Nintendo 3DS Bundle zu kaufen. Ich würde vorbeigehen und Tim das Geschenk überreichen, damit sein Weihnachten nicht komplett ins Wasser fallen würde. Etwas Sorge hatte ich, dass er dann gar nicht mehr zur Bushaltestelle kommen würde, weil er auch zu Hause spielen konnte. Aber das Risiko wollte ich eingehen.
Spiele hatten auch mir in meiner Kindheit geholfen, ein wenig herauszukommen, ein wenig Ablenkung von dem brutalen Alltag zu bekommen. Am Morgen von Heiligabend packte ich alles in eine große Geschenkbox und packte noch ein paar Süßigkeiten dazu. Gummibärchen, Schokolade, Kekse. Eine große Schleife noch darum und es sah aus wie ein Geschenk, worüber ich mich selbst als Kind gefreut hätte. Ich hätte wahrscheinlich geweint, wenn ich damals etwas Ähnliches geschenkt bekommen hätte. Mit der Box unter dem Arm und einem Pfefferspray in der Jackentasche lief ich am frühen Abend langsam zu Tims Haus, sah mir die Lichterketten an, den Weihnachtsschmuck, der die Vorgärten des Städtchens schmückte. Ich war mir sicher, dass ich Tim eine Freude machen würde, nur der Vater. Ich wusste nicht, wie der Vater auf mich reagieren würde. Schließlich war er wahrscheinlich betrunken und ich wusste nur zu gut, dass solche Leute unberechenbar waren. Ich bog in die Straße ein, in der das Haus stand. Der Garten war ungepflegt und auch wenn das Haus noch in gutem Schuss war, spürte man, dass sich niemand wirklich dafür interessierte. Während der Rest der Nachbarschaft hell erleuchtet und in Weihnachtsstimmung war, brannten hier nur ein paar triste Lichter hinter den Fenstern. Die Vorgartentür stand offen und ich lief den Weg bis zur Haustür, klingelte. Mein Herz schlug etwas schneller, ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Schließlich öffnete sich die Tür einen Spalt und ich sah das kaputte Gesicht des Vaters. Der Konsum hatte deutliche Spuren hinterlassen, mager, dicke Augenringe. Er roch nach Schnaps. Ich möchte ein Geschenk für Ihren Sohn abgeben. Er schaute mich nur irritiert an und keinen halben Gedanken später fing er an zu schreien, dass ich sein Grundstück verlassen sollte. Ich bewegte mich nicht und dann holte er aus und wollte mich schlagen. Mühelos fing ich seinen Hieb ab und schlug ihn zu Boden. Tränen schossen in sein Gesicht. Er rappelte sich auf, lief verängstigt in das nächste Zimmer und ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Einige Zeit lang horchte ich, ob er die Polizei rufen würde, aber wurde dann abgelenkt, als ich Tims Gesicht im Türrahmen gegenüber sah. Er lebte. Ein Stein fiel mir vom Herzen. »Willst du mitkommen?« Der Junge nickte. Ich nahm den Jungen an der Hand, unter dem anderen Arm die Geschenkbox für ihn. Niemand mehr auf den Straßen, alle bei ihren Familien, nur wir zwei, die keine hatten, waren unterwegs. Zu Hause angekommen, bot ich dem Jungen einen Platz am Küchentisch an und machte dann Kakao für uns beide. Ich kam mit den dampfenden Tassen zurück und setzte mich zu ihm. Er pustete vorsichtig auf den Kakao und nippte nach einer Weile daran. Er wirkte gesund, etwas dünn, hatte wohl in letzter Zeit weniger zu essen bekommen, aber gesund. Zumindest das. An seinen Armen aber waren deutlich sichtbar blaue Flecken, doch nichts, was nicht verheilen würde. »Willst du hierbleiben?« Der Junge nickte. »Dein Vater hat entschieden, dich nicht mehr zur Schule gehen zu lassen, oder?« Der Junge nickte. »Er schlägt dich. Es ist schlimmer geworden.« Der Junge nickte. »Hat er...« Ich zögerte. »Hat er dich hier angefasst?« Ich zeigte vorsichtig auf meinen Schritt. Der Junge nickte. Keine Regung in seinem Gesicht. Ich reichte ihm die Geschenkbox. Komm, mach auf. Er öffnete die Geschenkbox und ich sah, wie er sich freute. In sein Gesicht kehrte etwas Leben zurück. Vorsichtig legte er die 3DS-Verpackung auf den Tisch und legte die Süßigkeiten drumherum. Jetzt kannst du immer spielen. Der Blick, mit dem er mich ansah, war voller Dankbarkeit. Er musste nichts sagen. Man spürte es. Du weißt, dass es hier nicht anders sein wird.
Ich werde dich auch anfassen. Der Junge nickte. Du willst trotzdem bleiben? Ich werde dich nicht schlagen. Niemals. Der Junge nickte. Wir verbrachten auch die nächsten Tage zusammen und ich war die ganze Zeit noch unsicher, ob er wirklich hierbleiben würde. Aber als er meine Hand ergriff, während wir durch das Fenster das Feuerwerk des neuen Jahres beobachteten, wusste ich, dass er bleiben würde. Ein Lächeln zog über meine Lippen. Ich tat das Richtige. Ich bin mit meiner Freundin schon seit fast 4 Jahren zusammen. Wir leben in einer gemeinsamen Wohnung, planen ein Kind und zu heiraten, alle diese Sachen. Wir sind ein glückliches Paar. Klar, wir streiten ab und zu, aber welches Paar tut das nicht? Wir sind erst vor kurzem in eine neue Wohnung eingezogen und es schien alles gut zu sein. Doch nach kurzer Zeit plagten mich schlimme Albträume. Ich träume, dass Menschen aus meiner Umgebung sterben. Es gibt viele Variationen der Träume, doch immer stirbt jemand aus meiner Umgebung, kurz nachdem ich beginne zu träumen. Manchmal wache ich direkt auf, wenn ich den Toten gefunden habe. Manchmal bekomme ich die Beerdigung des Toten mit. Manchmal werde ich verhaftet. Die Träume können sehr lang sein und sich über Monate erstrecken. Die Zeit ist stark verzerrt und ich gehe genauso schlafen und wache wieder auf in meinen Träumen, weshalb ich oft nicht wusste, ob ich träumte oder nicht. Wenn ich dann richtig aufwachte, konnte ich mich nicht an Genaues erinnern. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass eine lange Zeit vergangen ist und musste vor allem an die verstorbene Person denken. Es belastete mich, meine Beziehung und meine Arbeit als Dozent und Forscher sehr, sodass ich meinen Hausarzt aufsuchte. Nachdem einige Medikamente nicht geholfen hatten, empfahl er mir einen Psychologen. Ich halte nicht viel von Psychoanalyse und dem ganzen Zeug, weshalb ich mich dafür entschied, jemanden aufzusuchen, der mir luzides Träumen beibringen konnte. Klarträumen also. Denn wenn ich klarträumen könnte, könnte ich auch besser mit allem umgehen. Zufälligerweise hielt ein Meditationslehrer gerade ein Seminar in der Stadt zum besseren Träumen und ein paar anderen Dingen. Weshalb ich diesen aufsuchte und ihm einen speziellen Fall schilderte, ihn fragte, ob er mir helfen könnte. Fälle wie meiner waren selten, aber es kam doch ab und zu vor, sagte er mir. Er zeigte mir verschiedene Techniken, wie ich mit dem Träumen besser zurechtkam, und zeigte mir ebenfalls, wie ich die Zeit im Traum nutzen könnte, damit diese nicht ungenutzt verstreicht. Da alle meine Träume gemeinsam hatten, dass ich in den ersten paar Minuten nach dem Aufwachen direkt mit dem Tod eines Menschen konfrontiert wurde, war dies das Zeichen für mich, dass ich träumte. Ich erledigte Aufgaben, dachte über Entscheidungen nach und nutzte die Zeit, in der ich träumte. So hatte ich mehr Zeit tagsüber, da ich vieles schon erledigt hatte und mich auch besser erinnern konnte, was ich im Traum getan hatte. Ich arbeite an verschiedenen kulturwissenschaftlichen Feldforschungen. Ich bin nicht der bekannteste Forscher, konnte mir aber im eigenen Land einen kleinen Namen in meinem Fach machen, auch wenn meine Arbeiten sehr kritisch behandelt werden, teilweise verrissen werden. Daneben arbeite ich als Dozent an der Universität und unterrichte Studenten meines Studienfaches. Mir kamen also meine langen Träume immer mehr gelegen, da ich mit der Technik des Meditationslehrers viel Zeit dort investieren konnte. Ich dachte nach und übertrug dies dann am Tag. Meine Arbeiten verbesserten sich, da ich einfach mehr Zeit hatte. Auch meine Studenten schienen mehr von meinen Seminaren zu haben. Dank der Technik konnte ich neben meiner Lehrtätigkeit ohne Probleme mehrere Texte verfassen. Die Rezeption verbesserte sich, war aber immer noch sehr kritisch. Heute Nacht träumte ich wieder. Als der Traum begann, lag meine Frau tot neben mir im Bett und ich war ein weiteres Mal dankbar, dass mir der Meditationslehrer damals alles beigebracht hatte, denn sonst hätte mich die Trauer und die Angst überwältigt. Ich rief die Polizei im Traum an, denn sie würde sowieso kommen und ließ mich freiwillig abführen. Denn auch im Traum hatte ich die Stelle gerne und im Gefängnis war es sehr ruhig.
Es war nicht das erste Mal im Traum, dass ich verurteilt wurde und wäre sicher auch nicht das letzte Mal gewesen. Ich wurde verurteilt und kam in das Gefängnis, schrieb dann an verschiedenen Texten und veröffentlichte sie schon aus dem Traumgefängnis. Einfach nur, um zu sehen, wie mein Unterbewusstsein darauf reagieren würde. Ein weiteres Zeichen, das ich träumte, zeigte sich so. Normalerweise wurden meine Beiträge sehr kritisch behandelt. Meine neuesten Publikationen wurden allesamt gut, teilweise herausragend rezipiert. Der gefeierte Wissenschaftler im Gefängnis. Das war nur im Traum möglich. Es war durchaus interessant zu sehen, wie sich die Dinge entwickelten, auch wenn ich mich vor allem auf meine Arbeiten konzentrierte. Ich freute mich schon aufzuwachen und alles niederzuschreiben. Dieser Traum ging lange, sehr lange. Der längste Traum hatte bisher die Dauer von 7 Monaten. Es sind jetzt schon mehrere Jahre vergangen und ich frage mich immer noch, was der Punkt sein wird, der mich zum Aufwachen bringt. Aber ich denke, heute wird es sein. Das Traumurteil. Alles wie im Fernsehen, Henkers Mahlzeit und so. Kommen Sie jetzt, es ist Zeit, sagt der Wärter und bringt mich in einen anderen Raum. Der elektrische Stuhl. Was, wenn das doch kein Traum ist, was, wenn? Schießt mir kurz der Zweifel durch den Kopf. Aber ich wische den Gedanken weg und setze mich auf den Stuhl, lasse mich festschnallen. Gleich halte ich wieder meine Frau in meinen Armen. Ich lächle. Rockblack.de ist eine Webseite. Rockblack ist Hersteller von verschiedenen Produkten im Softwarebereich, allerdings auch in anderen Sparten. Den meisten Traffic hatte die Seite aber, weil sie einen großen News-Bereich hatte. Es ging um Internetthemen und allerlei in die Richtung. Ich kannte die Seite schon länger, soweit ich mich erinnern kann, war es ein Bericht über Verschlüsselungstechniken, die im Darknet angewendet werden, der mich dorthin geführt hatte. Es gab auch viele Berichte zu den Internetpersönlichkeiten und einen ausgeprägten Finanzteil. Bitcoins, Dogecoins und alles Mögliche. Allerdings auch natürlich normale internetbezogene Wirtschaftsthemen. Für mein Studium sollte ich eine umfassende Arbeit anfertigen zum Thema der Entwicklung der Bitcoins und wie der Bitcoin das Wirtschaftssystem beeinflusst hatte. Das Thema war extrem komplex und ich suchte auf verschiedenen Seiten nach guten Kursangaben zu Bitcoins. Die aktuellsten und genauesten hatte immer rockblack.de, weshalb ich meine Recherche nun vor allem darauf stützen wollte. Das Problem allerdings war an der Seite, dass sie so strukturiert war, dass immer nur das Aktuellste zu sehen war. Immer nur der aktuelle Tag. Es gab kein direkt zugängliches Archiv, weshalb es nötig war, jeden Tag darauf zu schauen. Ich notierte mir die Veränderungen in einer Tabelle und füllte sie über die Wochen immer weiter aus, ließ mir Graphen visualisieren. Irgendwann kam es dazu, dass ich meine Großmutter besuchen wollte, ein Ort vollkommen ohne Internet. Einen guten Freund von mir, Marcel, konnte ich überreden, sich die Sachen weiterhin zu notieren, während meiner Abwesenheit. Nach einer Woche kam ich zurück. Hey, sorry David, ich hab's Freitag einfach vergessen draufzuschauen, aber alle anderen Tage habe ich. Ich sah die Daten durch und schüttelte den Kopf. Ich hab dir doch gesagt, ich brauch's jeden Tag. Scheiße. Ja, tut mir leid, ich hab's einfach verpeilt, sorry. Ich überlegte einen Moment. Ein Tag, ach, das geht schon. Natürlich wollte ich keinen Streit mit meinem Kumpel. Die Tabelle wurde von mir um die fehlenden Daten ergänzt, doch der Freitag fehlte. Für meine Arbeit wäre dies wirklich zu verschmerzen gewesen. Ich hätte auch von einer anderen Seite den Kurs eintragen können, aber nirgendwo war es so genau. Es mag seltsam erscheinen, aber dieser fehlende Eintrag ließ mich in der Nacht nicht einschlafen. Vielleicht der Perfektionist in mir. Jedenfalls stand ich gegen 3 Uhr nachts auf und suchte nach einer Möglichkeit, an die Daten zu kommen. Vielleicht gab es ja eine Seite, die die Daten von rockblack.de sammelte oder so etwas in der Art. Dann dachte ich nach und erinnerte mich an einen uralten Trick, der bei manchen Mediatheken funktionierte. Man musste nur seine Uhrzeit und sein Datum am Computer zurückstellen und hatte dann auf ältere Inhalte Zugriff.
Allerdings klappte der Trick eigentlich nur bei ganz wenigen Seiten, wie zum Beispiel früher bei der ZDF-Mediathek, aber ein Versuch war es wert. Heute war der 19.10., am Freitag wäre der 17.10. gewesen. Ich stellte das Datum zurück und aktualisierte die Seite. Tatsache, plötzlich war der Eintrag zu sehen, gigantisch! Ich notierte den Kurs und sah noch einmal kurz über die Nachrichten, die an diesem Tag veröffentlicht wurden. Endlich konnte ich zufrieden einschlafen. Es war allgemein irgendwie eine Erleichterung, nur noch alle paar Tage darauf sehen zu müssen. Die Tabelle war seit dem 13.12. frei und ich tippte das Datum ein, kontrollierte wieder den Kurs und notierte. Als ich den 14.12. eintippen wollte, fiel mir auf, dass ich einen Zahlendreher drin hatte. Dort stand also nicht 13.12., sondern 31.12. Ein Datum in der Zukunft. Der Kurs verwirrte mich, es war nicht der des letzten Tages. Den 21.12., also den heutigen Tag, hatte ich bereits notiert. Der Kurs wich ab. Es war auch nicht der Kurs von vor ein paar Wochen. Ich ging meine bisherigen Aufzeichnungen durch, doch genau diesen Kurs hatte es noch nicht gegeben. Verwirrt sah ich mir den Rest der Seite mit dem eingestellten Datum an und fand ein paar Worte zu Silvester. Ich war verärgert. Das Einzige, was es bedeuten konnte, war, dass sie die Seite von dem Tag schon vorgestellt hatten und den Kurs einfach geschätzt hatten. War meine ganze Arbeit umsonst wegen falscher Angaben? Aber vielleicht schätzten sie gar nicht schlecht. In den nächsten Tagen vom 21.12. zum 31.12. würde sich der Bitcoin-Kurs um fast 9% steigern, was wirklich extrem sein würde. Ich kaufte einen Bitcoin, warum nicht? Vielleicht würde ich ein bisschen Geld verlieren, aber ich musste es einfach wissen. Und tatsächlich, in der Silvesternacht saß ich wieder vorm Computer und verkaufte meinen Bitcoin. Fast 9%. Ich verglich die Kursangaben mit denen von anderen Seiten und bis auf minimale Abweichungen stimmte es. Verdammt, die hatten echt gute Schätze. Ich stellte mein Datum am Neujahrstag weiter in die Zukunft, um zu sehen, wie weit sie schätzten. Erst war ich überrascht, dass nach 9 Monaten immer noch ein Kurs angezeigt wurde. Dann ereilte mich ein Gedanke und ich verwarf ihn. Natürlich verwarf ich ihn als sinnlos, dennoch musste ich nachsehen. Ich blätterte von dem Kurs weg und sah mir die Nachrichten an diesem Tag an. Und auch diese waren spezifisch für diesen Tag. Eine Computerspielefirma war verkauft worden. Das konnten die Leute nicht abschätzen, nein! Aber trotzdem konnte ich es nicht fassen und wählte ein Datum in 2 Wochen, denn ich wollte nicht Monate warten, notierte die Ereignisse und war gespannt, ob es wirklich eintreffen würde. Du weißt, wie es kommt. Es traf natürlich ein. Diese Seite konnte die Zukunft vorhersagen und das Einzige, was ich jetzt noch sah, waren fette, fette Bündel voller Geld. Fuck, was hättest du denn getan? Ich wettete erst vorsichtig auf verschiedene Internetwährungen und bekam immer mehr Vertrauen, dass ich größere Transaktionen abschloss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde Tag für Tag reicher. Natürlich ging das nicht einfach an mir vorüber. Ich schmiss mein Studium und gründete eine kleine Firma, die sich damit beschäftigte. Weil es zu zweit einfach besser läuft, holte ich meinen Freund Marcel dazu, zeigte ihm, wie es funktionierte, und bald schon waren wir die Sterne am Internetfinanzmarkt. Das war richtig seltsam. Ganz normale Leute mit ein wenig Glück. Irgendwie machte uns das auch Angst, sodass wir die Öffentlichkeit mieden und nur selten Interviews gaben. Es war ein verdammt gutes Leben. Ich selbst kümmerte mich nach kurzer Zeit nur alle paar Wochen um die Geschäfte. Mir reichte das meiste aus, aber Marcel hatte größere Pläne. Er wollte alle seine Träume nacheinander verwirklichen und setzte immer wieder neu, aber nur verhältnismäßig kleine Beträge aus Angst, jemand könnte von einem Betrug ausgehen. Langfristig. Langfristig müssen wir anlegen, damit das nicht auffällt, sagte er und setzte es um, sah immer weiter in die Zukunft mit rockblack.de. Erst 2 Monate in die Zukunft, dann 3, dann 4, dann über ein Jahr und dann... Dann kam der Anruf. Mitten in der Nacht. Hey, was? Hallo? David! Scheiße!
Scheiße, Scheiße! Wo hast du mich da reingeritten? Was zum Teufel? Was ist los? Ich sterbe! Ich sterbe, verdammt! Die Seite sagt, am 6.10.2017 wird Marcel Schätz von einem Einbrecher erschossen. Verdammt! Was zur Hölle? Du hast mich umgebracht! Du hast mich umgebracht! Aber... David, was hast du mir angetan? Er hatte aufgelegt und danach sprachen wir uns auch nicht mehr. Natürlich versuchte ich ihn zu erreichen, aber es war unmöglich. Er kapselte sich komplett ab und da war auch kein Genuss mehr in seinem Leben. Er starb einsam in seinem Haus, stark gesichert, aber es half alles nichts. Er starb, wie die Seite es voraussagte. Ich konnte nicht glauben, wie diese Seite mein Leben nun bestimmte. Sie bestimmte alles, mein Anfang und mein Ende und den Weg dorthin. Und ich wollte wissen, wie viel Zeit mir noch blieb, wollte nicht zufällig davon mitbekommen, sondern wissen, ganz genau wissen, wie viel Zeit bleiben würde. Ich tippte Datum für Datum ein, Stunde um Stunde verging und schließlich war es klar. In 36 Jahren, Herzversagen. Der Tod war unausweichlich, das war mir klar und so nutzte ich jeden Tag so gut ich es nur konnte. Ich fuhr in jedes Land, welches ich sehen wollte, las jedes Buch, welches ich lesen wollte, bekam Kinder und lebte glücklich mit meiner Frau zusammen. Ich hatte ein verdammt gutes Leben. 36 Jahre. Die ersten 18 Jahre waren wunderbar. Man denkt nicht viel nach. Das ist ähnlich wie wenn man 40 wird. Hälfte vorbei. Mir war es im Unterschied nur auf jeden Fall bewusst. Dann fühlte ich die Zeit verrinnen. Ich fühlte, dass es vorüberging, wie in Zeitraffer folgte ein Tag auf den anderen und alles ging vorüber. Meine Kinder wurden so schnell groß und ich viel zu schnell alt. 59 war vorher alt, aber es rückte näher, verdammt. Nur einen Atemzug entfernt schien es zu sein. Es war ein scheiß Luxus, in dem ich lebte, aber je näher es auf das Ende zuging, desto grausamer kam es mir vor. Im letzten Jahr hatte ich jeden Tag die Seite offen, las jedes verdammte Detail 100 Mal. Ich forschte nach, woher die Seite kam, ließ mehrere Leute bezahlen, damit sie nachforschten, aber es kamen keine Ergebnisse. Diese Seite wurde mehr und mehr zu einem Mysterium. Irgendwann sagte ich es auch meiner Frau, erklärte es ihr, sagte, dass meine Zeit knapp wäre. Erzählte alles, aber sie glaubte mir nicht. Dann war ich auch allein, wie Marcel damals. Ein halbes Jahr, jeden Tag näher, ich wusste immer genau, wie viel noch blieb. Waren's noch 4 Monate? 3, 2, 1. 5 Tage noch. Scheiße. Scheiße. Diese Seite hatte 2/3 meines Lebens bestimmt. Ich verfluchte nun immer mehr den Tag, an dem ich diese Seite entdeckt hatte und den Tag, an dem ich nach meinem Tod suchte. Diese Seite hatte alles aufgefressen. Nichts war ohne diesen Gedanken. Ich hörte quasi, wie sich meine Sanduhr leerte. Die Webseite hatte alles bekommen. Sie hatte mich bekommen. Aber das durfte sie nicht. Auf keinen Fall dürfte sie gewinnen. Ich werde diesem Herzinfarkt entgehen. Ich habe mir einen Revolver gekauft. In 2 Stunden bricht der nächste Tag an. Ich werde es beenden. Ich werde gewinnen. Ich gewinne. Diese Seite hat keine Macht über mich. Sie kann mich nicht töten, verdammt. Sie werden den Eintrag auf rockblack.de ändern müssen. Und dann habe ich gewonnen. Dann kann ich endlich selbst bestimmen. Ich werde es jetzt beenden. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Zufrieden verließ ich das Tattoo-Studio. No Future stand jetzt auf meinem Unterarm,
der von Frischhaltefolie umhüllt war. Es hatte nicht extrem wehgetan, aber doch etwas. Zum Glück wohnte ich in der Nähe, weil ich hätte keine Lust mehr gehabt, noch lange unterwegs zu sein. Zu Hause wartete ich die Stunde ab, nahm dann die Frischhaltefolie runter und folgte den Anweisungen des Tattoo-Studios. Erst warmes Wasser, dann kalt. Abtupfen. Heute gab es kein Abendessen, wenn ich auch nur leichte Schmerzen hatte, verging mir immer der Appetit. Ich spielte noch etwas Intrasystem Trust Issues und legte mich dann schlafen. Ich versuchte mich so hinzulegen, dass ich nicht die ganze Zeit auf meinem Tattoo liegen würde. In der Nacht wachte ich auf, weil sich ein ziehender Schmerz durch meinen ganzen Arm zog. Irritiert machte ich das Licht an und sah, dass sich aus meinem Arm dutzende Würmer schlängelten. Jetzt hatte ich doch Appetit. Müde schob Joachim seinen Vater Heiner durch die Tür des Altenheims. Ah, jetzt schiebst du mich hierhin ab, nicht? Du weißt, dass es so besser ist. Meinen Vater habe ich bis zum Ende gepflegt. Joachim sagte nichts, starrte zur Rezeption, die unbesetzt war. Er wollte sich nicht ewig hier aufhalten. Aber dann sah er erleichtert, dass schon zwei Pfleger auf ihn zukamen. Hallo, Herr Matuszek, sagte der kleinere der beiden Pfleger und gab erst Joachim und dann dessen Vater die Hand. Sie werden bei uns in den besten Händen sein, sagte er zu Heiner. Dieser schnaubte nur verärgert. Mein Kollege wird sich um Sie kümmern. Der größere Pfleger übernahm den Rollstuhl und schob Joachims Vater durch die Eingangshalle. Joachim sah seinem Vater gleichmütig hinterher. Lars heißt du, nicht? Du wurdest mir empfohlen. Ah, also du willst. Ja, wie viel ist es? 5000 hatte man mir gesagt. Ja, immer noch 5000. Joachim überreichte dem Pfleger, ohne ihn direkt anzusehen, einen prall gefüllten Briefumschlag, verließ wortlos das Altenheim und rechnete sich sein Erbe durch.